Herzlich willkommen zurück bei Let's Talk About Holzbau. Heute stehe ich hier nicht alleine, sondern habe hier den Maxi und den Ruben neben mir. Servus. Die zwei stehen normalerweise hinter der Kamera. Heute haben sie aber eine kleine Aufgabe für uns zu lösen. Und zwar haben wir hier eine Dachkonstruktion, eine kleine Holzkonstruktion. Leider hat man aber vergessen, die Bauteile zu beschriften, geschweige denn einen Plan dazu zu legen. Die zwei werden jetzt mal versuchen, dieses Puzzle zu lösen. Mal gespannt, wie lange sie brauchen. Viel Spaß, würde ich sagen. So, das waren jetzt ganze 11 Minuten, aber haben sie trotzdem gut gemacht, die zwei. Ganz so krass werden wir den Fall in der Realität natürlich nicht haben. Normalerweise haben wir einen schönen Plan vorliegen und auch beschriftete Bauteile. Allerdings haben wir mehrere Möglichkeiten, ein Bauteil zu beschriften. Vom guten alten Einschlagen bis von Hand beschriften. Wir könnten das Bauteil auch noch bedrucken. Eine weitere Möglichkeit wollen wir euch heute zeigen, und zwar ist es der Etikettendrucker für unsere Abrundmaschine, die BeamTec. Was der kann und für wen der in Frage kommt, das wollen wir euch heute zeigen. Unser Etikettendrucker spuckt uns hier zu jedem produzierten Bauteil ein relativ kleines, kompaktes Etikett aus. Ich zeige es mal hier in die Kamera. So sieht das dann aus, hier als Beispiel. Vorteil ganz klar, es ist leserlich. Je nachdem, wer jetzt die Bauteile hier von Hand beschriften würde, wäre es manchmal eindeutig, manchmal weniger eindeutig. Hier auf diesem Etikett habe ich sogar mehrere Informationen klar und deutlich lesbar dargestellt. Zweiter großer Vorteil hier auch, wir haben ein zu klebendes Etikett. Das bedeutet, wir können uns die Bauteilseite aussuchen, auf der wir es anbringen wollen, je nachdem, wie wir das Etikett sehen wollen oder eben nicht sehen wollen. Klebt relativ leicht und lässt sich aber auch relativ leicht wieder ablösen. Das heißt, wer viel sichtbaren Abrund fährt oder so, für den wäre es auch genau das Richtige. Nächster großer Pluspunkt des Etikettendruckers. Ich kann hier auf einem Etikett auf relativ kleinem Raum mehrere Informationen, in dem Fall hier wären es jetzt 5, darstellen. Klar, leserlich, übersichtlich, was mir natürlich nachher auf der Baustelle hilft, das Bauteil klar zuzuordnen, und falls mir in der Halle doch mal die Bauvorhaben durcheinander kommen, kann ich auch wieder gut zurückverfolgen, zu welchem Bauvorhaben oder zu welcher Wand dieses Bauteil jetzt gehört. Hier in unserem Musterdatensatz hätten wir ganz oben euren Firmenname, dann Länge, Breite, Höhe, die Paketnummer, der Name des Datensatzes und natürlich darf nicht fehlen die Bauteilnummer. Wie ihr aber letztendlich euer Etikett zusammenstellen wollt, könnt ihr ganz frei selbst entscheiden. Aus all den Daten, die ihr mit raus exportiert, könnt ihr euch euer Etikett zusammenstellen. Wie das technisch funktioniert, wie diese Einstellungen vorzunehmen sind, dafür findet ihr eine Anleitung unter dem Video. Außerdem findet ihr dort auch den Link zu einem Video, wie ihr eure Etikettenrolle wechselt. Zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass die Vorteile unseres Etikettendruckers darin liegen, dass wir mehrere Informationen auf relativ kompakten Raum klar leserlich auf ein Etikett gedruckt haben. Etikett bringt natürlich den Vorteil mit sich, dass wir es aufkleben können, aber auch wieder abziehen können. Für jeden, der sichtbaren Abrund oder viel sichtbaren Abrund fährt, ist es ein klarer Vorteil. Wir hoffen, mit diesem Video konntet ihr euch einen kleinen Eindruck darüber verschaffen, was dieser Drucker hier zu bieten hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und eine gute Zeit.